Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute habe ich das Video einen kleinen Mini-Haul. Und zwar, ich war heute bei Rossmann und ja, da habe ich ein paar Produkte mitgenommen. Also, viel Spaß mit dem Video. Wir sind hier Cranberries. Die waren diese Woche im Angebot. Die haben 1,49 € gekostet. Ja, und die mag ich gerne immer, ja, wenn ich Haferflocken morgens mache, um das ein bisschen aufzupeppen, dann gebe ich auch gerne Cranberries dazu. Oder einfach so zum Snacken, so zwischendurch, wirklich eine tolle Sache. Von Enna Bio habe ich mir noch ein paar Softdatteln gekauft. Also saftig und aromatisch. Ja, da sind 200 Gramm drin und die haben 1,99 € gekostet. Ja, was bei mir in der Küche auf jeden Fall sein muss, ist eine Küchenseife. Und die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine Seife von Isana gegen Küchengerüche. Küchenseife, geruchsneutralisierende, antibakterielle Wirkung für alle Hauttypen. Und die ist wirklich gut. Also wenn man irgendwie, sag ich mal, Knoblauch geschnitten hat oder Zwiebel und wenn man diesen Geruch an den Finger hat, also damit die Hände waschen und wirklich die Hände riechen wirklich sehr, sehr frisch und neutralisiert und die riechen nicht mehr nach diesem Knobi- oder Zwiebelgeruch. Also wirklich, die Seife kann ich wirklich sehr empfehlen und ja, die hat nur 99 Cent gekostet. Dann, ja, momentan ist auch Herbst, ja, und oh, irgendwie ist mir auch immer kalt momentan, keine Ahnung. Dann habe ich von Kneipp so eine Badeessenz gekauft und zwar Glückliche Auszeit mit roter Mohn und Hanf. Entspannung für schöne Momente. Und das hat um die, ich meine, 3 € gekostet. Irgendwie geht das, glaube ich, aus dem Sortiment raus und das war so ein Spezialpreis, keine Ahnung. Ja, habe ich mitgenommen, dann kann ich heute auch mal in die Badewanne springen. Und es riecht so gut. Also es riecht wirklich, ja, so halt nach Blumen, Kräuter. Oh, so richtig, richtig lecker. Also, ja, da freue ich mich heute auf mein Bad. Also das werde ich mir heute auf jeden Fall gönnen. Also da freue ich mich. Dann habe ich noch so ein Deo mitgenommen und zwar von CD Glücksgefühl mit Orangenblüten. Das ist halt das Deo, also 0% Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe und ohne Aluminiumsalze. Und da steht sogar, macht nachweislich gute Laune. Und es riecht wirklich super gut. Oh, ein Traum vom Duft. Also hat 2,69 € gekostet und es wirklich, es riecht super, super lecker. Diese Woche auf alle Altera-Produkte waren irgendwie, glaube ich, um die 30% Rabatt, ja. Und da habe ich mir das hier einmal mitgenommen. Und zwar, das ist ein Altera Naturkosmetik Beauty Balm für einen makellosen Turn. 7-in-1 spendet Feuchtigkeit, kaschiert Hautunebenheiten, optische Faltenreduzierung, lacht leicht mattierend, pflegt und schützt die Haut, im mäßiger Turn und sogar 6 Lichtschutzfaktor, ja. Und das ist auch ja, wie sowas wie so Make-up-mäßig. Das hat so eine Farbe. Also so sieht das aus, wenn das einfach hier eingerieben ist. Fühlt sich wirklich sehr schön matt an. Und ja, die Haut wirklich sieht echt richtig ebenmäßig aus. Die kleine Tube, da sind 30 ml drin, hätte normalerweise um die 3,75 € gekostet und da sind noch die 30% runtergegangen. Also knapp 2 € etwas. Wirklich tolles Produkt. Habe ich noch von Altera so ein Eyeliner mitgenommen. Das ist die Nummer 10 Taupe.
Und das finde ich wirklich einen wunderschönen Ton. Ich meine, man muss nicht immer nur schwarz tragen als Eyeliner oder Kajal. Man kann auch immer so eine schöne, dezente Farbe tragen. Wirklich sehr, sehr hübsch. Kostet, glaube ich, immer so um die 2 Euro etwas. Da waren wir, wie gesagt, 30% runter. Also nicht so teuer. Und dann habe ich noch einen Lip Liner gekauft in der Farbe 05 Rosewood. Und auch so eine wunderhübsche Farbe. Den habe ich heute auch drauf. Und ja, in der Kombi mit dem von Essence, mit dem Rare Berry Lippenstift. Also ich finde, das ist auch eine super Kombi. Passt ganz gut zusammen. Wunderschöne Farbe. Lässt sich super auftragen. Und hält auch ganz gut. Dann habe ich noch von Rival de Loop so eine pflegende Lippengrundierung gekauft. Die hat nur 99 Cent gekostet. Den trage ich heute auch unter dem Lippenstift. Und ich muss sagen, wirklich der Lippenstift und auch der Lip Liner, ja, das hält einfach länger. Und die Lippen fühlen sich auch überhaupt nicht ausgetragen. Der geht aus dem Sortiment raus. Ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, der war reduziert, aber wirklich fühlt sich super an. So, das war mein kleiner Haul. Ja, mehr war das nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!